Hallo und herzlich willkommen zurück, ja, zu We Happy Few. Es freut mich, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Wir sind ja inzwischen bei der 13. Folge und wir sind nun bei Havers Labor. In der letzten Folge haben wir auf jeden Fall, ja, ein paar Toteltäubchen geholfen. Also, dass sie auf jeden Fall zusammen sein konnten. Wir haben ein paar Bobbys verprügelt, ein bisschen geklaut. Und es sieht so aus, als ob er sehr viel Giftmüll ins Wasser ablassen würde, der werte Professor. Mal gucken, ob wir ihn zur Vernunft bringen können. Da kann ich nicht rein. Ey, der hat einen... Ich stell mal kurz kalt, den Constable. Ups. Du kannst dich nicht von mir verstecken. Habe ich ja trotzdem gemacht. Und ich habe dem Bobby sogar noch seinen Schlagstock geklaut. Wie geil ist das denn? Und die Leute sind weg. Ich will doch eigentlich nur mit euch sprechen, Alter. Ich meine, ich wollte nur durch. Deswegen müsst ihr jetzt nicht austicken. Naja, für all diejenigen, die übrigens die letzte Folge verpasst haben sollten oder noch gar keine Folge gesehen haben sollten, ja, in der Videobeschreibung findet ihr einen Link, wo ihr draufklicken könnt, um euch alle Folgen anzusehen. Das würde mich im Übrigen sehr schön unterstützen, also tut das bitte. Außerdem werde ich mir höchstwahrscheinlich ein neues HDMI-Kabel kaufen. Ich glaube, dass mein HDMI-Kabel leider ein bisschen beschädigt ist, dass wir deswegen ab und zu mal Ruckler sind, denn eigentlich sollte das Spiel auf meiner Pro nicht ruckeln. Und es gibt aber ab und zu mal Ruckler. Kann man auch mit denen reden oder so? Mann, ich will doch nur reden. Say, clear off your rotten wet blanket. Alter, ey, es kann nur einfach nicht wahr sein. Mann, ey, warum habe ich den Constable auch einfach betäubt? Willst du mir jetzt sagen, wie viel Schaden machen die denn? Zu jammern und sterbt einfach, ey. Do we really have to do this? Ist ja echt nervig, Mann. Jetzt sind die erstmal alle tot. Da hinten ist keiner mehr. Ich werde erstmal ein paar Äpfel essen, oder? Seltsames Fleisch, Scotch. Verfaulte Kartoffel. Hier, Apfel. Mal gucken, was hat denn der bei? Elektrischer Schlagstock, Appel, Bobbynadel und Schlüsselkarte eines Constables. Ja, können wir alles gut gebrauchen. Und jetzt fahre ich erstmal ins Erdgeschoss. Jetzt haben wir mal ein bisschen Action erlebt. Ich wollte es eigentlich nicht machen, aber ich konnte einfach nicht widerstehen. Ich wollte einfach mal ein bisschen Chaos stiften, aber dass denn alle mich danach nochmal jagen, das konnte ich ja nun nicht ahnen. Ja, was geht denn jetzt hier ab? I'm not sure the workers here will have the same respect for a press boss as the Bobbies did. You are not authorized. Please clear the area immediately. Was?
Okay, das ist einfach für Mitarbeiter. Der Ort hier. Zeug kaufen. Was ist das denn? Kann ich irgendwas verkaufen? Oh, look at that. I'll be back in a jiff. Okay. Was haben wir denn hier? Naja, Stofffetzen und Klebeband nehme ich erstmal nicht mit. Aber wir können ja mal ein bisschen alles hier durchsuchen. Vielleicht finden wir irgendwas. Nur leere Pilzflechten. Na. Ach, ist egal. Ich sag nichts mehr. Nur leere Freuden. Pillendosen oder wie die heißen. Also, das ist ja nur Kacker. Also, in den Medizinschränken könnten ruhig mal ein paar mehr Sachen drin sein. Wie hier. Das ist optimal. What? Please stand by for decontamination. Ah. Product purity is our highest goal at Hayworth Labs. The decontamination procedure allows us to maintain the highest standard of purity. I'm so glad they're concerned about purity. You have been decontaminated. Please proceed into the lab. Okay, jetzt sind wir schon im Labor. Turn down the heat on the brominating reaction until you've noted the temperature curve. I need to determine the ultra-threshold temperature. In the just grab the temperature curve and pop it in the new just bag. Lie down. Oh, and I want samples of any residue or explosive debris. Also anscheinend werde ich hier kämpfen müssen. Ich werde aber die Leute ausschalten. Won't hurt a bit. That door looks rather sturdy. I wonder if there's a way around it. Couldn't be better, thanks. You flirt. Look, it's not you, it's me. Ja, dann haben wir mal drei Freudenpillen, die können wir immer gut gebrauchen, also zumindest wenn wir unterwegs sind. Röstchicorée, schon wieder schön Kaffee. Und jetzt müssen wir nur noch einen Weg hier durchfinden. Komme ich da jetzt durch? Da hochklettern. Geht doch. Ich sehe nichts, ne? Leuchte. Hier durch. Wo kommen wir hier eigentlich hin? Guck mal, da repariert schon wieder jemand was. Ja, ich bin verduftet und ich bin clever. Du hast recht. Okay, jetzt muss ich nur noch durch die Dampfkammer kommen. Elektrischer Schlagstock und Freudenpille. Also ich muss da hinten durch. Dann haben wir nochmal Medizintaschen. Just relax. Don't question it. Brennt der jetzt? Nee, ey, wie viele Freudenpillen wir haben. Work is safety. Es tut mir leid, aber du warst ein wenig arschig zu mir, ja? Ein Erste-Hilfe-Set, geil. Alter, das geht nicht ab. I don't think I want to try and cross that steam. I hope I can turn it off somewhere. Ja, ich werde ihn bestimmt abstellen können.
ich dachte gerade, ich breche durch. Tut mir leid, bleib liegen. Can't we just agree to disagree? Ja, siehst du doch. Will er nicht. Both. I feel so chivalrous turning off that dangerous steam. If that is indeed what I did. Okay, jetzt haben wir anscheinend es schon geschafft. Können hier runterspringen und haben den Weg ein bisschen abgekürzt. Und ja, wir haben tatsächlich den Dampf abgestellt. Oh, ich glaube, der ist gestorben. Als er vielleicht das Feuer oder so abstellen wollte. Ach du Heiliger. Hoch, geh hoch. Das ist dämlich. Ja, ich will doch noch hoch. Komm, lass mich. Ey, willst du mir jetzt langsam verarschen? Junge! Oh, Alter, es geht mir gerade voll auf den Sack. Ey, ich muss unbedingt erstmal was zum Heilen nehmen. Okay, also wir haben es jetzt geschafft, hier reinzukommen, aber ich glaube, ich muss da rüber. Warum komme ich denn da nicht hoch, Alter? Willst du mich jetzt langsam verarschen, oder was? Ey, Alter, ich kriege wieder einen Anfall. Hallo? Beweg dich doch mal jetzt, bitte. Alter. Was war denn das jetzt gerade für ein Bug? Ja, das ist elektrisierend auf jeden Fall. Alter, was haben die hier bitte gemacht? Oh, da haben wir einen Dietrich und einen Scotch mitnehmen. Mein Bier. Dr. Burlock would like all personnel to know that he must not be disturbed for the next hour at least. Play till then. Das ist Sicherheitsbüro. Oder hier drüben, besser gesagt. I guess this is the latest test formula. I think I'll just take this with me. Evidence or something. Permanent solution. Drive the subject insane. Oh Lord, a big red button. I wonder what it opens. Ich sollte es nicht nutzen. Warum hat der jetzt... Ach, ist egal. Wollte eigentlich den Apfel haben. Forschung. Ich weiß nicht, ob wir eine Gasmaske brauchen. Ich werde mir aber gleich mal eine anziehen. Und dann sind wir nämlich erstmal auf der sicheren Seite. Das ist eine verbrauchte Gasmaske, willst du mich verarschen? Okay. I feel rather brilliant right now. Okay. Brauchen wir doch nicht. Ja, schön. Jetzt ist die ganze Freude hier da. Nein? Fall einfach um. Ich bin kein Freudloser. Also eigentlich schon. Tear up, you bastard!
Mann, jetzt mach doch mal, heil dich doch mal bitte. Alter. Now we see the violence inherent in the system. Wie wär's mal mit einer Gasmaske? Da wäre ich jetzt sehr zufrieden. Okay, jetzt muss ich in den dritten Stock. Okay. Jetzt muss ich nur noch Dr. Verlocks Büro finden und dann haben wir das erstmal soweit geschafft. Auf jeden Fall ziemlich nice bis jetzt die Mission hier, die Hauptmission. Joy, also Freude. Somehow I remember that time I threatened to thrash Timmy Hargreaves because he said rotten things about Sally. And it turned out he had an older brother who'd been in the army, and he was waiting for me on my doorstep when I came home from school. And he gave me such a thrashing. Why would I remember that right now? Das weiß ich nicht. Haben wir mal schön Tee geschlürft. Ah, eine Werkbank haben wir hier. Metallrohr. Energiezellen. Ah, 12 Formeln. Sally was in on the scheme. No, wait. She's being very nice about it, but she's not at all on board, is she? The Salamander seems to think Verloc's solution is a tad rash. Well, it's alarming, given what she considers reasonably cautious. Was, Sally war auch mit dabei? Das ist kacke. Das ist richtig kacker. Erstmal ein paar Wundmedizin wegschmeißen. Teeblätter behalte ich auch nur 5 Stück. Ein bisschen Metallteile wegschmeißen. Ich habe viel zu viel Kacke immer dabei. Das ist ein Problem. Natürlich kann ich flüchtiges Tuch auch nicht wegschmeißen. Alter, wie viele elektrische Schlagstöcke wir dabei haben. Okay. Heilbalsam kann ich einmal machen. Oder ich mache einen medizinischen Heilbalsam. Einen medizinischen. Und ich kann mir auch ein Erste-Hilfe-Set eigentlich machen. Ach nö, komm, wir gehen weiter. Was ist denn bitte das? Sieht aus wie ein Generator, ne? Komisch. Oh, dann kann ich ja hier auch nochmal rein. Na super. Sieht aus, als ob hier die echt Selbstmord begangen hätten oder so. Erste Hilfe. Kann man dem Menschen nur so was am Rand tun? Naja. Bin ja selbst gerade nicht besser. Aber auch schon ziemlich viele Leute hier abgemurkst. So. Was kann ich eigentlich hier machen? Chemiesatz. Da kann ich nämlich eigentlich ja Sachen herstellen. Hier mal ein bisschen Schwarzpulver. Okay, gehen wir gleich mal weiter. Dr. Verloc is thinking very hard, sir. No visitors. The brominating reaction has caught fire. Sir, sorry to bother you, sir, but there's a fellow here says the reaction tank is on fire again. I said no interruptions. Some of the byproducts are poisonous. He says it's poisonous, sir. Of course there are poisonous byproducts. Tell him to do whatever they did the last time. Dr. Verloc would like you to do whatever you did the last time. No one knows that. He's an imposter. Implement security protocol 187. Oh, yes, sir. That's my favorite protocol. Oh, super. I am full of the fury of the law, and I am right weary with holding back. Ich muss auf jeden Fall erstmal eine Gasmaske anziehen.
You shall drink the wine of God's wrath, poured into the cup of his anger. You shall be tormented with fire and sulfur in the presence of the Lamb. Mein Gott, Alter, ist das denn für ein kranker Sack? Ye shall not deceive me with empty words, for the wrath of God comes upon the sons of disobedience. Alter! Was ist das denn für ein Sack? You shall drink the wine of God's wrath, poured into the cup of his anger. Ye shall not deceive me with empty words, for the wrath of God comes upon the sons of disobedience. Schlüsselkarte zu Warlocks Büro und zu Pipe Down. Geiles Ding, geiles Ding. Das war ja mal ein geiler Kampf. Das war wirklich ein geiler Kampf. Alter, das ist ja krass, was der gerade gemacht hat. Schmeißt erstmal einen Tisch um. Das ist ja vielleicht mal ein krankes Schwein. So, also er war. Jetzt ist er nicht mehr, weil jetzt ist er ja dood, ne? So, wie komme ich jetzt hier raus? Ach, hier. Also. I asked for a full battery of tests done on the latest isomer. Now, where is it? Why is it not in the pneumatic? Do any of you want to keep your jobs? I'll have you all replaced by Mrs. Pankhurst's Bridge Club. I'll do a better job than you people. I could take these all the time and I wouldn't have any worries. Das ist nicht gut. Hier ist alles voll mit Joy. Warum einfach nur einschlafen, mein Freund? Alter, wie viele Freudenpillen wir jetzt haben. Falls wir es überhaupt noch so lange brauchen. Schlaf in Ruhe. Der Sandmann kommt vorbei. Please just lie down. Okay, kann ich die beklauen? Oh, die haben alle nur Freudenpillen und Schlagstöcke dabei, die ich sowieso nicht brauche. My God, someone's dead. Der ist aber nicht tot. Der schläft nur. Sorry. Oh. Die sind doch nur bewusstlos. Ich töte doch keinen. Also, naja. Das ist jetzt gelogen, aber ist egal. Und ich brauche den anderen Anschalter noch. Ist so unfair, Leute, Mann. Lass mal schnell einen Tee trinken. Boah, warum hänge ich denn immer hier überall in den Ecken fest, Mann? Ey, das Spiel will mich echt verarschen. Ich hab nichts mehr, Mann. Ich hab nur noch ein Erste-Hilfe-Set. Oh, nochmal schön eine Trophäe gefarmt, gesammelt, meine ich. Nein. Okay, ich hoffe, das sollte jetzt reichen hier. Ich habe immer noch nicht den Schalter aktiviert. So, Dr. Warlock, ich bin gleich da. Okay, wo kommen wir jetzt hin? Phrenology? Was that supposed to be ironic? Okay.
I thought you were only supposed to give someone a piece of your mind. God. Okay, wir sind nicht verstanden. Eine Glühbirne. Brauchen wir die? Nee, ne? Sergeant! Did you know half your workers are unconscious? The fumes issue will resolve itself. Look, I'm very busy recalculating the brominating reaction, so it is non-explosive. Unless you've got a magic formula for synthesizing joy out of bleach, whiskey and saltpeter, get out! You're planning to lobotomize the people of Wellington Wells, aren't you? Lobotomize is a rather inflammatory metaphor, but yes, I have been asked to synthesize something stronger and more permanent than joy. Who are you? If you force people to have the emotions you want, then you've turned them into robots made out of meat! And what do you think you are now? You are just the sum of the neuropeptides swirling in your bloodstream. You see, the current Downer outbreak is just a mass chemical imbalance. But I believe I can adjust the internal hormonal settings so the people stay happy no matter what. You can't do that. They told the Wright brothers they couldn't fly, but they did. You can't do that. Oh, my lord. You're that Downer they've been warning us about. I'm actually just here for a bottle of cod liver oil. What makes you think I'll give it to you? This bottle of your new formula. If I smash it and you breathe the fumes, will it make you happy forever and always? You mustn't. It makes the patient insane. Ha! Now you can't move until I take my hand off this button. Oh, shit. Okay. That bloody cod liver oil Sally wanted. This is the cleanest office I've ever seen. Where does he hide his junk? I wonder if he has a secret lair. He's just the sort who would. Don't mind me. Just having a bit of a sit down. Ich wollte eigentlich was anderes machen. Ah, egal. Okay, jetzt muss ich erstmal Lebertran besuchen. Hello. I'm in a haunted house movie. Soll doch nach Lebertran suchen. Ah, geil. Okay. Jetzt habe ich im Augenblick noch nicht Lebertran gefunden. Was ist das hier? Da haben wir nochmal ein Buch gefunden. Da haben wir nochmal eine Schallplatte. Jetzt knacken wir erstmal kurz das Schloss, ne? Dann werde ich gucken, ob wir noch irgendwas machen können und dann ist gut. Wie viele Dietriche man eigentlich nutzen muss. Und da ist ja nie was drin. Für was habe ich eigentlich einen Dietrich mir gemacht? Also ich habe hier nirgendwo Lebertran gefunden, ne? Schade eigentlich. Er hat ein geheimes Büro. Wow. Hier haben wir noch eine Erinnerung, die nehme ich mal kurz. Listen. Sally Boyle's gonna come live with us for a bit. Sally Boyle? Why? Because her mum poisoned the whole bloody rest of her family, Arthur. And because we've got a spare bed in the attic now till Percy comes back from Germany. She's your age, you know? She's an idiot. Well then, you two should get along beautifully. Okay, das war gut. Das war wirklich gut. Dr. Verloc seems to be quite the collector. Where's the fucking cod liver oil? Dun, dun, dun. Ja, er sammelt echt alles Mögliche, ne? Don't laugh, Arthur. Don't laugh. Ja,
Hey Kumpel, was machst du denn da drin? Dem geht's gut. Okay, hier ist jemand ausgebrochen, definitiv. And thank you, Sally, for another wonderful adventure. Ich hoffe, die Musik ist nicht irgendwie geschützt oder so. This doesn't look like where the pills go out. What's going on this conveyor belt? Possibly me. Was haben wir denn hier, Kim? Nochmal eine Unterlage, die wir eventuell gebrauchen können. Für später mal. Und ich hoffe, dass wir jetzt gleich rauskommen. Also wir spielen schon etwas über 30 Minuten. Und ich müsste auch speichern. Alter, sind hier viele Freudenpillen. Das ist, glaube ich, nicht gut. Ich brauche kurz eine Gasmaske. Wo ist die da? Oh, that smells awful. This is where they flush the chemicals. Den geht's auf jeden Fall nicht mehr gut. Alter, wie viele Freudenpillen man hier kriegen kann. Drain? To where? The river? Might be a way out. If I don't mind pausing in the river. Not that anything's alive in it now. Oh mein Gott, Alter. Did they fall in? Or were they pushed? Or were they flushed? A hatch. Lovely. I've never seen so many hatches in my entire life. Wuh! Da haben wir es rausgeschafft, Leute. Kann ich jetzt eigentlich die Gasmaske wieder abnehmen? Ja. Dum, dirum, dum, dum, dirum. Cool. Ha, hier liegen noch die ganzen Constables rum. Wie cool ist das denn? So, und jetzt muss ich Sally nur noch den Lebertrank geben. Das machen wir noch in dieser Folge. Und dann würde ich sagen, mache ich auch raus. Ich weiß gar nicht, wie weit die weg ist. Irgendwas mit, ach so, 300 Meter. Okay, das schaffen wir noch. Das gefällt mir gar nicht, weil es ist nachts. Aber ich kann ja die ganzen Gegner betäuben. Naja, rein theoretisch zumindest. Kann ich eigentlich auch Zeitungen lesen oder würden die mich denn trotzdem schnappen? Ich schnell vorbeirenne und das geht nicht, ne? Komm, Kumpel, beachte mich nicht. Es kotzt mich an, Mann. Der ganze Kack. Warum ist es auch unbedingt hier abends, Mann? Oh, Junge, Mann. Ich hab nichts mehr zum Heilen, ne? Mein Gott! Oh.
get what's coming to you. Lern fliegen, junge Mann. What am I doing? Look, I really need this. Ich brauche aber keine weiteren Schlagstöcke mehr. The pipe down, den können wir auf jeden Fall gut gebrauchen. Ich habe noch einen Heilbalsam. Mist, Alter. Notfalls muss ich mich halt nochmal verteidigen. Fuck. Lass mich einfach in Ruhe, Junge. Ich werde mal kurz hier die Tür aufmachen und wenn es hier ein Bett gibt, gehe ich dann noch kurz schlafen. Stirb! Einfach nur sterben, Alter. That's for knocking down my blocks in nursery. Alter, was haben die hier gemacht? Okay, die haben auf jeden Fall auch Verbände und so mit. Oh oh. Gibt's hier kein Bett, Alter? Oh, Karotte. Verschimmelte Brot, oh. Oh, ein Eintopf. Teeblätter, okay, das ist schön. Gibt es irgendwo noch einen Ort, wo ich pennen kann, Alter? Ist der gerade durch die Wand geglitscht? Ich mache hier die ganze Geheimagenten platt. Okay, jetzt schon mal schnell schlafen gehen. Dann gehe ich schnell zu Sally. Und dann... Oh, ich habe eine neue Grabungsstelle entdeckt. Ich wollte pennen, Alter, in dem Spiel. Ich kann ja nicht schlafen, warum? Okay, da muss ich nochmal einen Schlagstock wegmachen. Und eine Leuchte. Oh. 167. Geil. Ich wollte eigentlich eine Runde schlafen in dem Spiel. Aber es geht halt nicht. Aber wisst ihr, was ich lustig finde? Wenn hier die ganzen Geheimagenten sind, dann kann man die eigentlich ausschalten und dann sollte eigentlich keiner mehr von denen hier rumrennen. Kann ich hier irgendwo pennen, bitte? Warum kann man hier nicht schlafen? Das was regnet. What's that? Oh oh. You're sick. You've got no business here.
Ich habe hier nichts zu suchen, das kannst du total knicken. Einfach Backen halten. Das sind auf jeden Fall ein paar Rohre. Also irgendwas stimmt doch hier mit dem Gebäude nicht. Da könnt ihr mir erzählen, was ihr wollt. Ich kann schlafen. Na, endlich. It's been a hard day's night, that was. Okay. Wir brauchen irgendwie ein Bad oder so. Hier ist eine Toilette, aber ich kann hier nichts machen. Alter, was geht denn hier ab? Was ist denn das hier bitte für ein Ort? Krass. Hier gibt es bestimmt irgendwo noch ein Geheimversteck. Krass. Also das gefällt mir, das Gebäude. Aber eigentlich wollte ich hier gar nicht hin, ne? Jetzt habe ich erstmal die ganzen Leute hier abgemurkst. Und jetzt ist der Tag angebrochen. Das heißt also, ich kann... So, die sind erstmal deaktiviert. Und ich kann rumlaufen. Jetzt gehe ich schnell noch zu Sally und dann mache ich auf jeden Fall aus, Leute. Ich würde euch auf jeden Fall sagen, es war mir jetzt schon mal eine Freude, dass ihr auf jeden Fall dabei geblieben seid. I can't see you, but I know you're there. Ach nö, Mann. Ey, diese Geheimagenten gehen mir echt auf den Sack. Oder was es darstellen soll. Beschützen wir noch die Constables da, die eine Stelle. Weil muss ich nämlich andersrum dann wieder nach oben klettern und dann bin ich da. Ein paar Minuten haben wir noch. What? Mich verarschen, warum ist hier noch Polizei? Das macht doch keinen Sinn. Ich gehe jetzt hier einfach hoch und dann hat sich die Banane, ne? Dann war mich schon da. After nearly getting me killed, she better have my bloody letter of transit. So? Sally? Salamander? If she's not here, I swear to God I'll kill her. Hi. I got it. Your precious cod liver oil. Oh, you're a lifesaver. It's a bloody souvenir. God, it's awful. Have you got my letter of transit then? Arthur, we're practically the only two people in this entire city not stoned out of our minds on joy. How are you holding up? Do you care? How are you going to get out? Why won't you just give me the fucking letter of transit? Oh, it's always what you want. Always what you need. Every little Sally whim. Bloody cod liver oil. Do you really think I'm that awful? Well, just because you fucked my dad while you were living in our house, in my mum's bed. I'm sorry. Look, I don't hate you. In the strangest way, you're completely innocent. You're practically the only one I know who is. It's on the dresser there. Are you going to be okay? I could take you with me. Really? We have to go now. The joy's gone bad. It's going crazy out there. I can't go right now. Why? Oh, God. No. It's not simple. It never is. We'll have to wait till dawn. No, that's crazy. I can't. Oh, you shouldn't have asked for that ridiculous cod liver oil. Look,
There's something I haven't been entirely straight with you about. It's just self-preservation, Sally. No hard feelings. Do you think she really meant it? The kiss and all? What if I went back and said, yes, I'll take you, and they lived happily ever after? No! A girl like that shipwrecks, and the next day she's drinking margaritas under palm trees and you'll suffer for shocks. That is it. Never again. Okay. Ja, ich meine, ich kann ihn ja ein bisschen verstehen, warum er von Sally natürlich sehr enttäuscht ist, weil wir haben gerade gelesen, sie hat mit seinem Vater geschlafen. Ja, ist natürlich nicht so geil, ne? Ich werde jetzt auf jeden Fall speichern. Es hat mich auf jeden Fall schon mal sehr gefreut, dass ihr dabei geblieben seid. Ich würde mich auch, ja, freuen, wenn ihr beim nächsten Mal wieder einschalten würdet bei We Happy Few. Wir sehen uns auf jeden Fall, wie gesagt, zum nächsten Mal. Also bis dann und tüdelü.